Hallo und willkommen zu einem neuen Lego-Bau-Video von mir, Sascha, alias Hetzot, alias, Sascha. Und wir bauen den Lego Speed Champions, den, was war das nochmal, Ford Fiesta M-Sport WRC. Übrigens, der taucht immer wieder mal auch in den Spielen auf. So, wir werden dann mal anfangen. Oh Gott, auf mich komme ich da hinten dran. Wie ihr da oben sehen könnt. Ne? So, ich drehe mal die Kamera. So, da oben echt alle Teile aufgelistet. Da oben in der Ecke steht noch einmal der vom letzten Mal. So, wir brauchen den. Dann brauchen wir einmal das und einmal das. Und wir müssen machen. So, damit wir haben das. Oder das, je nachdem wie man es sehen möchte. Das werden wir dann bauen, so. Fertig ist Auto. Nein, dummes Geschwätz. Wir bauen das einfach mal. Lalala. Wo habe ich das Teil? Hinten. Übrigens, da vorne. Ich fahre mal ein bisschen ran, wenn das klappt. So, hier oben. Der gesamte Bereich hier. Da alle. Entschuldigung. Da die ganzen Teile, das sind alles die mit den Aufklebern. 37 an der Zahl, 36 Aufkleber, ein Aufkleber wird doppelt gezählt, nämlich die Nummer 35. Wie jetzt? So jetzt, genau. So. Ja, sind wir schon fertig. Toll. Schönes Auto. Ja, und wie ich das gerade mit dem russischen Akzent gemacht habe, ich bin kein Russ, ich bin Deutscher, aber ich kann ihn gut, ja. Brauchen wir einmal. Oh, und wie komme ich da jetzt dran, ohne abzurutschen? So. Gelb, 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 gelb. Rot. Und ich brauche zwei gelbe Einerpins in Rund. Ja. Eins. Zwei. Ich glaube, das hier werden zwei kurze 15-Minuten-Videos. Kommt halt drauf an, wie lange wir brauchen, was wir machen müssen. Weil das ist nämlich schon ein etwas umfangreicheres Modell. Ne? Aber ich will ihn heute noch fertig kriegen, denn es steht ja auch noch der Nissan an. Ne? Grau da hinten. Ja, ich will mir die Sachen einfach so, wie ich sie sortiert habe. Ja, wer das von euch nicht mag, dass ich da Teile... Dinger sortiere bitte sehr. Soll mir egal sein. Ich meine, das aufzustellen, was man hat. So. Das hat für mich Methode. Jetzt brauchen wir den in Grau und das. Ach, das ist für hinten. Gut. Den in Grau. Das da. Den da und einen in Rot und so und so und dann so. Aber es ist richtig. Wehre dich nicht. Gut, jetzt kommen die vier. Diese vier weißen Steine. Ich lege die jetzt auch mal hier nochmal auf den Plan. So. Die kommen dann da. Und dahin. Und dahinter. Jeweils ein gelber Pin. Also es ist mir schleierhaft, warum Lego, Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber warum Lego erst bunte Steine verbaut und dann eine einfarbige Karosserie drüber zieht. Vielleicht kann mir das ein anderer sagen, vielleicht frage ich mal den Held der Steine, warum Lego das macht, aber ich glaube, da ist der genauso überfragt wie ich. Wie kommt das denn jetzt?
Ja. Dann das Teil in Grau. So. Das beige Teil. So. Nein, natürlich so rum. Jo. Ziemlich komische Konstruktion. Aber das hat ja anscheinend alles Hand und Fuß, denn wir kommen jetzt zu den Kotflügeln in dunkelblau. Das sind die hinteren, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Ja. Und wieder zwei Einer-Pins. Ja, hier. Da und da direkt hier drauf. Oh, Friemelsarbeit. Ich liebe das. Und das mit meinen Wurstfingern. Ja, sagt nicht, ich hätte keine Wurstfinger. Ich weiß, dass ich sie hab. Ich muss mich mal ganz kurz zurücklehnen, damit das hier so ein bisschen feinfühliger abläuft. Tut mir leid. So, aber jetzt haben wir sie drin, die zwei Vierer-Pins, so, die einzelnen. Mhm. Den, der ist da. Die zwei. Ist das eine dunkelblaue Fliese? Glaub schon. Dunkelblau, dunkelblau, dunkelblaue Dreierfliese. Da, 3x1 Fliese, so rum. Eine dunkelblaue 3x1 Flachfliese. Man erfindet seine eigenen Namen, vor allem als Kind. So. Oh, scheint zu stimmen. Ja, doch, ich glaube, wir machen zwei Videos hier raus, 20 Minuten. Brauchen wir wieder zwei gelbe Einer-Pins. Ja, schön, wenn gelb früh weg ist, dann soll mir das recht sein. So. Und zwei davon. So. Und die kommen. Eins. Zwei. Gelb. Ja. das sind die beiden. So. Und nochmal zwei von denen. Ah, das sind Abstandshalter. Jetzt kapiere ich, ja. So. Weißt du, wisst ihr, das Ding ist sowieso schon an der Stelle sehr instabil. Und dann kommen die mit so weit an. Habe ich recht. So. Nein, da. Oh Gott, wo habe ich die denn? Der 1x1-Pin. So. Eckiger 1x1-Pin. Ah. Das war eine dunkelblaue Fliese. Ah. Ah. So. Ist doch ein Pin, oder? Jo, ist ein Pin. Dann die beiden Walzen. Kommen die denn hin? Ah. So. Hier sind die beiden Walzen. Entschuldigung. So und so. Die Pins kamen hier und dort oben drauf auf die Kanten jeweils von den Kotflügeln, ne? Ja, ist gerade schwer zu sehen, ich weiß. Aha. Jetzt die zwei von denen.
Aha, komm, lass dich nehmen. Nein. Brav. So. Ja. So, um die Walzen zu fixieren, wenn ich das richtig sehe. Ja, sehe ich richtig. Oh, jetzt kommen die ersten Slope-Dinger, die flachen, die runden, die halbrunden, die Rampen, keine Ahnung, die Rampensau. Was sind das denn? Das sind Fliesen, dunkelblaue Flachfliesen. Eins, zwei. Und die da. Eins. Zwei. Diese Flachfliesen, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind hier die einmal zwei Fliesen in dunkelblau. Kommen hier. Hier hin. Sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht aus. Das ist nämlich schon ein Teil der Karosserie, womit ich mich hier beschäftige. Die Fliesen dahinter. Ja. Oh Gott. Hoffentlich sind das einmal. Ja, das sind die dunkelblauen 2x1 Single Pins. Ja, da kommen jetzt 6 Stück von. Und zwar immer. Tatsache, die müssen überstehen. So. So, links und rechts von der 1x3 Fliese, die wir hier aufgesetzt haben. Ich hoffe, wir kriegen die noch irgendwie fixiert, die Steine. Weil ich sehe da nämlich gerade schwarz. Naja, naja. Gut, dass ihr das alles mitseht. Jetzt kommen die weißen Kotflügel. Die kommen ja, naja, sieht aus wie ein Pickup. Ja, das sollte ich nicht zu oft machen. So. So. Was wollen die jetzt? Die dunkelgrauen Slopes. Wenn man die so nennt. Ich nenne sie einfach die Rampen, die hier angezeigt sind. Auch um die Teile zu fixieren. Ja, okay. Irgendwo akzeptabel, irgendwo verständlich. Hoffentlich kannst du das Männchen danach hereinsetzen. So. Irgendwie so. Und die zwei Teile, ja, da habe ich mich schon die ganze Zeit auch beim Aussortieren. Habe mich gefragt, wofür die da sind. Die kommen nach hier hinten. Ans Heck. Eins. Ja, oder die nicht abrutschen. So, dann die weißen 2x1, die weißen 1x1er und nochmal jeweils zwei gelbe 1x1er. Die gelben kommen vorne auf die Nase. Eins. Zwei. Ich hoffe, ihr erkennt das. Und hinten eins. Und. Oh, da ist ja noch einer drauf. Hab ich ihn vergessen abzumachen. Offensichtlich. Den lasse ich mal da liegen. Ja, so. Entschuldigung. Kein Plan. Also, so eine hier. Die ist an der Stelle schon drauf. So, jetzt braucht das Ding nur noch Räder und könnte als, ja, Mad Max Auto durchgehen. Was wird das jetzt? Die Stoßstange vorne. Okay. Da brauchen wir, ist das Ding schwarz? Das Ding ist schwarz. Oh, toll. Mal eben die Reifen zur Seite schieben. Das ist übrigens der Stickerbogen hier, wo die Reifen drauf liegen. Bleib unten. Ne?
Die Sticker sind da alle schon drauf. So, na endlich. Jetzt kriege ich wirklich mal rot und gelb los. Zumindest weitestgehend. So. Die beiden Teile in schwarz. Nur zu eurer Information, wir haben noch nicht einen, noch nicht einen einzigen Stickerstein verbaut. Alle 37 sind immer noch am Platz. Die höchste Nummer auf dem Bogen ist tatsächlich die 36, aber da die 35 zweimal existiert, ich gehe mal davon aus, dass das für die 1x1-Slope gedacht ist, mit dem Michelin-Männchen drauf. Zu behaupten, das wäre das, nicht das Michelin-Männchen, das ist eine Lüge. Eiskalte Lüge. So, das Gitter, wo haben wir das Gitter? Da haben wir das Gitter. Das Gitter, so rum. Die zwei gelben Einser. Links und rechts. Sag mal, habt ihr was geraucht? Hoffentlich ist das jetzt richtig. Ich glaube ja, ich hoffe es. Ganz ehrlich. Der. Da. Ah. Sieht gleich aus, glaube ich. So, Nummer 33 ist hier angezeigt. Das ist die Stoßstange, die haben wir hier. Das hält irgendwie nicht. Ah, jetzt. Ja, erkennt ihr das hoffentlich? Fokussiere mal. Michle. Oder Michelin. Sieht das jetzt aus? Genau so. So, das kommt jetzt hier vorne drauf. Laut Aussage. Passt, wackelt, hat Luft. Ah, so langsam nimmt das Ding hier mal Gestalt an. So. Ich will jetzt die richtigen Teile finden. Das? Jawohl. Nein, es ist nicht genau das Falsche. Oh, da hätten wir beinahe Mist gebaut. So. Dunkelblau 1. Ja. 1. Da ist der. Welcher brauche ich? Den. Ja, aber ich muss das ja richtig machen, ne? So. Seht ihr, das S passt. Richtig. Und jetzt das eine Michelin-Männchen-Teil. Ich muss nur gucken, ob das das Richtige ist. Ja. So. Mal gucken, ob man das fokussiert. Habt ihr fokussiert? Jo, fokussiert der. Die ersten Aufkleberteile sind verbaut. Dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite. Wir nehmen das. Nehmen nochmal einmal 1 Pin, viereckig. Quadratischen einmal 1. Davon den zweiten. Und komm. Und das zweite Michelin-Männchen. Wie rum? Kurz fokussieren. Jo. Also mir erzählen will, das ist nicht das Michelin-Männchen, nur um hier Schleichwerbung zu vermeiden. Nein, ist nicht. Aber es wird wenigstens langsam ein Auto draus. So, jetzt muss ich gucken, die zwei Teile habe ich hier.
Ja, so. Schon mit Aufklebern versehen. Aber das hatte ich euch ja auch erklärt. So. So. Hoffentlich ist das richtig. Aber bleibt doch da. Nein. Gott verdammt. So. So. Wenn mich das gleich stört, dann nehme ich die Nase vorne nochmal ab. Ja, so. Ach, müsste hinhauen. So. Ah, okay. Genau das habe ich mir beinahe gedacht. Wir müssen zwei Teile zurückbauen und einmal tiefer setzen. Also sei mal froh, dass das nur zwei Teile sind. Komm. So. So. Und die zwei? Ah, wo habe ich sie da? So, jeweils ein weißer frei, wie auf dem Plan angezeigt, darunter die zwei gelben, auch richtig, schwarz-rot passt. Dann haben wir alles richtig. So, jetzt kommt, müsst ihr ja sehen. So, und wo habe ich die zwei? Sind die bedruckt? Nein, die sind nicht bedruckt. Nee, die zwei nicht. Dann lass die zwei hier sein. So, wir machen mal kurz ein Päuschen. Sobald ich die hier festgesteckt habe, machen wir eine kurze Pause. Bis zur nächsten Folge. Euer Sascha. Habt einen schönen Abend.